Wunderschönen guten Morgen. Es ist viel zu früh. Es ist kurz vor 5. Wir machen uns auf den Weg zum Flughafen. Auf geht's nach Helsinki für 50 Stunden ungefähr. Ich halte dort morgen nämlich einen Vortrag auf so einem Festival. Und mit Casey Neistat. Aber mein Excitement hält sich um diese Uhrzeit ein bisschen in Grenzen. Entschuldigt mich, auf geht's. München, voll verpennt. Ich habe die Landung nicht mitbekommen. So müde. Jetzt müssen wir direkt wieder in den nächsten Flieger einsteigen. Und dann geht's nach Helsinki. Muss unbedingt was trinken, hab so Durst. Oh, einfach diese frühen Flüge sind einfach überhaupt nichts für mich. Besonders nicht, wenn wir haben gerade mal 3 oder 4 Stunden geschlafen. Wir sind echt spät aufgestanden, weil wir noch meinen Vortrag für morgen fertig gemacht haben. Bis kurz nach 12 und kurz vor 4 aufstehen mussten. Herzlich willkommen in Helsinki. Oh, ich habe durchgepennt. Ich habe von Frankfurt, nicht von Frankfurt, von Hannover, über München bisher komplett durchgeschlafen. Geiles Wetter in Helsinki, aber ganz schön fresh, muss ich sagen. Gerade eben hat es sogar auf dem Weg geschneit oder so gehagelt. Richtig krass. So, statt jetzt die Bahn zu nehmen, die Straßenbahn zum Hotel, laufen wir einmal durch die Stadt und gehen auf dem Weg irgendwas essen. Haben ja nur hier die Dinger dabei. Viel Packer, Sebastian, dann nämlich sein Ladekabel fürs iPhone vergessen. So, lecker Sandwich gegessen hier im Delicato. So heißt der Laden. Und jetzt gehen wir mal
ins Hotel checken ein. Dann suchen wir uns ein anderes schönes Café, um ein bisschen zu arbeiten. Planänderung. Wir sind jetzt einfach direkt ins Café gefahren oder gelaufen. Richtig, richtig cooler Laden. Bin sehr gespannt auf den Flat White und jetzt werden wir ein bisschen hier arbeiten, bevor wir dann gleich ins Hotel gehen. Es ist eh erst 13 Uhr und wir können vor 14 Uhr eh nicht einchecken. Entsprechend Red Top Club. Richtig geiler Laden. Sehr, sehr geiler Kaffee. Kann man sich auf jeden Fall merken. Falls ihr mal nach Helsinki kommt, dann da rein. Und gleich erzähle ich euch mal, was für eine besondere Verbindung ich mit Helsinki habe. Ich bin hier schon sehr, sehr oft gewesen. Sehr, 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 sehr oft. Und habe hier schon so... Das ist eine wichtige Stadt für meine Entwicklung als Reiseblogger gewesen. Aber mehr dazu gleich, wenn wir im Hotel sind. Ich habe euch ja versprochen, ich erzähle euch mal ein bisschen über meine Vergangenheit hier in Helsinki. Und zwar hat vieles für mich hier in dieser Stadt angefangen. Richtig krass. Ich habe 2013, 2014, habe ich die allererste NBE Finland hier mit aufgebaut. Ich war quasi Teil des Organizing Teams. Das ist eine Kampagne für Reiseblogger, die immer im Januar stattfindet, zur Matka Messu. Das ist die Reisemesse, sowas ähnliches wie die ITB bei uns in Berlin. Das ist die größte Reisemesse der Welt. Die ist in Berlin im März und im Januar findet hier in Helsinki sowas wie eine Reisemesse für Nordeuropa, für die skandinavischen Länder und Finnland statt. Und da war ich damals zuständig, ein riesengroßes Bloggerprogramm aufzubauen. Das war quasi für mich so ein kleiner Durchbruch. Bis dahin habe ich mit meinem Reiseblog Off the Path immer so, ja, immer mit dem Überleben gekämpft, sagen wir mal so. Ne? Ich habe ja in Berlin gelebt, ich habe vorher in Bangkok gelebt, dann in Berlin gelebt und das lief dann immer so die ersten zwei Jahre lief das immer so lala. Das ist am Anfang immer schwer. Wir waren damals einer der ersten in Deutschland, die Reiseblogger, die es da damals gab. Wir wussten nicht wirklich, was wir da tun und entsprechend war das ziemlich cool, dass ich die Möglichkeit hatte, hier in Helsinki sowas zu organisieren. Das habe ich dann auch 2-3 Jahre gemacht, bevor ich dann ausgestiegen bin, weil ich dann dem Team hier quasi alles beigebracht hatte, was es über Reiseblogger und Reisebloggen quasi so gibt, zumindest was ich damals alles wusste. Und es war alles sehr, sehr erfolgreich. Wir haben damals auch richtig viele Preise gewonnen und entsprechend bin ich schon sehr oft hier in dieser Stadt gewesen, egal ob Sommer oder Winter, und es ist ziemlich geil hier. Möchte ich eigentlich damit nur eines sagen, dass auch wenn das heute 6 Jahre nach, ich glaube, Off the Path gibt es jetzt seit 6 Jahren, auch wenn das heute alles so cool und so locker und so easy aussieht, was wir hier machen jeden Tag und mit unseren Reisen, hat das alles irgendwann mal angefangen und es war ziemlich schwer. Und ich habe die ersten Jahre alleine und auch Lien und ich haben die letzten Jahre gemeinsam uns den Arsch aufgerissen. Ich bin vor 14 Jahren nach Deutschland gekommen, ohne ein Wort Deutsch schreiben zu können und habe in der Zwischenzeit verschiedene Bücher veröffentlicht mit Verlagen. Ich habe einen der größten Reiseblogs Deutschlands aufgebaut und aufgezogen und das ist nicht so, weil ich aus einer reichen Familie komme oder weil es mir alles irgendwie zugeflogen ist, sondern weil ich immer an mich und an meine Träume und an meine Vision geglaubt habe und an meiner Mission, die Welt euch näher zu bringen. Das war mir immer wichtig, dass ich den Leuten in Deutschland zeigen kann, wie geil die Welt ist, wie toll es ist, die Unterschiede, die wir alle
in uns tragen, die verschiedenen Kulturen, dass das nichts Negatives ist, sondern was Positives und dass wir alle sehr, sehr gut zusammenleben können, obwohl wir unsere Differenzen haben. Das wollte ich dazu nur sagen. Wenn ihr etwas Ähnliches vorhabt, entweder Reisebloggen oder eine Weltreise zu machen und alle sagen, ihr seid doch bescheuert, die Welt ist doch irgendwie, wir sind gerade kurz vor dem Dritten Weltkrieg wegen Nordkorea und den USA oder sonst irgendwas, dann hört einfach auf niemanden, macht euer Ding, wie ihr es euch denkt und glaubt einfach an euch. Das Leben ist geil, wir leben nur einmal und wenn es eine Sache gibt, die sicher ist, dann ist es der Tod, den wir alle irgendwann haben werden oder erreichen werden. Und bis dahin sollten wir dieses One-Way-Ticket, was wir haben, am besten nutzen und einfach eine geile Zeit haben. Das war das Wort zu heute. Meine 2 Minuten Inspiration oder sonst irgendwas. Und wir machen das jetzt auf dem Weg wieder zurück nach oben. Denn wir gehen jetzt mit den Speakern allen essen. Mal schauen, ob Casey Neistat dabei ist. Der hat sich nämlich, soweit ich mitbekommen habe, gestern den Arm oder die Hand gebrochen in Amsterdam. Wäre ja ganz cool, den Vlogger himself, den größten Vlogger auf YouTube mal kennenzulernen. Mal schauen, ob es klappt. Auf geht's. So, jetzt gerade noch ein kleines Meeting gehabt mit den ganzen Speakern, so ein kleines Briefing, eine Intro und da gab's nur so Häppchen, so Salat, so irgendwie irgendwas Grünes. Das reicht mir bei weitem nicht. Entsprechend 16 Minuten. Hat 16 Minuten. Ein Burgerladen gefunden. Den wir jetzt ausprobieren. Naughty Burger heißt er. Entsprechend, ich finde, ein sehr versprechender Name. Und da laufen wir jetzt mal hin. Mega geiler Laden, richtig lecker, richtig, richtig geile Burger. Und jetzt, hast du gerade gerülpst? Nein. Wir gehen jetzt zurück ins Hotel. So ihr Lieben, das war's für heute. Wir sind jetzt wieder zurück hier im Hotel, im Clarion Hotel. Ganz neues Hotel. Das gab's das letzte Mal, als ich hier war, vor 2 Jahren noch nicht. Richtig geile Aussicht. Und jetzt merkt man so, ich weiß nicht, ob das scheinlich verdunkelt ist, aber man merkt jetzt schon, dass es dann schnell sehr dunkel wird. Das war's auf jeden Fall für heute. Ich hoffe, der Tag hat euch gefallen. Gebt uns gerne einen Daumen nach oben für diesen langen Tag. Richtig langer Tag war das heute. Ich bin richtig fix und fertig. Ich freue mich jetzt auf Schlafen. Und dann sehen wir uns morgen wieder hier aus Helsinki. Morgen trefft ihr und wir dann auch Casey Neistat. Vielleicht nicht face to face, sondern auf der Bühne. Er hat sich heute nicht gezeigt. Schade. Eigentlich. Aber so ist das mit den großen Stars. In dem Sinne, wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht, einen schönen Tag und nicht vergessen, stay wild. Bis morgen, ihr Lieben. Tschüss.